Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Aqua. Und heute, ich habe noch nicht viel Zeit verbraucht, die XP-Speicher sind noch nicht fertig. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Unterwassertempel in Angriff nehmen können, denn ich habe ja noch ein spezielles Ding. Das wollte ich euch zeigen oder nochmal, ja, egal, ihr werdet es gleich sehen. Legen wir los. Kleine Sachen noch, sehr viele meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Falls du zuhörst, würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, weil es gibt aktuell jeden Tag zwei neue Videos und jede Menge anderes Zeug rund um Minecraft und das solltest du auf keinen Fall verpassen. Wird dir auf jeden Fall gefallen. Und jetzt geht's los. So, da wären wir also. Ich, pack endlich mal aus. Was war das die ganze Zeit? Ich habe was Feines, aber Kleines hier hinten noch in meine Muscheln reingebaut. Und wie ihr sehen könnt, ich habe Netherwarzen. Und mit den Netherwarzen können wir jetzt endlich alle Tränke brauen. Unter anderem auch Potion of Slow Falling mit Phantomhaut und so weiter und so fort. Ich lasse die ruhig mal wachsen. Ich habe schon genug geerntet. Und ich habe auch schon mal im Livestream, die es was am Sonntag gemacht hatten, einige Tränke auf Vorrat gebraut. Hier. Potion of Water Breathing. Und damit können wir endlich mal irgendwo reingehen in ein Dungeon und, also das Dungeon, ich meine Unterwassertempel und den Markt komplett zerlegen. Wäre ganz gut, hätte ich gedacht. Und ich nehme auch mal richtiges Essen mit, nicht dieses Kelp, aber dem Kelp, das hat ja keinen, absolut gar keinen Nahrungswert irgendwie. Lass ich mal weiter durchbrutzeln und jetzt fehlt nur noch eine Sache, eventuell die eine oder andere Milcheimer. Ich nehme mal drei Stück mit. Und natürlich die Tränke, die habe ich gerade natürlich nicht eingepackt. Klasse. Restart in 3 Sekunden. Was? Das ging aber schnell. Okay, bis gleich. Und Kick. So, da wären wir wieder. Heute ist ja der erste Tag, wo ich auf der Gamescom bin. Das müsste der Pressetag sein. Und deswegen ist das auch vorproduziert. Mal wieder nachts um 5. Und das heißt im Klartext. Ja, wenig Schlaf. Pass mal auf. Ich sammle mal kurz die Tränke ein. Ich denke mal, das reicht so von der Menge. Und Vorteil bei Unterwassertempel, warum gehen wir da rein? Schwemmen wir vielleicht nicht unbedingt, da habe ich genug, aber Seelaternen, auf die habe ich es auch gesehen. Denn da können wir ganz viel abbauen und mit denen können wir bautechnisch halt viel, viel mehr machen. Ich brauche sowieso generell ein paar mehr Blöcke immer. Also Milch, Essen, Unterwassertränke, Werkzeug hat Haltbarkeit, Hose habe ich repariert und Spitzhacke, ja, brauche ich erstmal sowieso nicht. Ich würde sagen, ich bin gut gerüstet und ich mache mich auf den Weg. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, sicherheitshalber. Wenn es mal eng wird. Einen goldenen Apfel oder sowas. Habe ich noch irgendwie was Spezielles? Nö. Also, goldenen Apfel nehme ich mal mit. Als kleines Sicherheitsding, wenn ich mir irgendwo eng eingeengt bin. Milch muss ich holen. Und dazu gehe ich nach da vorne. Und einmal durch meine Qualle durch. Und flupp nach da vorne. Denn die Kühe gibt es ja hier vorne. Und da muss ich dann die Leiter auch klettern. Und dann bin ich bei den Kühen. Ich hoffe mal, die sind noch da und noch nicht geklatscht worden. Ich sehe es gleich. So, da wäre ich. Und darf ich fragen, wieso, weshalb, warum? Irgendjemand hat alle Kühe rausgelassen. Nur noch eine einzige steht hier oben und wir haben ein richtig dickes Problem. Klasse. Kann mir das mal jemand erklären? Wieso, weshalb, warum? Hier stand auch nicht töten dran. Ohne Witz. Das ist ja... Also das ist richtig schlecht eigentlich. Und ich würde die Kuh tatsächlich auch nochmal da reinschieben. Irgendjemand, irgendein Genie hat das Ding offen gelassen. Oder sind die Kühe geklatscht? Jetzt haben wir Kühe geklatscht, wir haben nicht mal mehr genug zum Vermehren. Warum? Warum? Das ist übelst problematisch. Übelst. Ist ohne Witz keine weitere Kuh mehr da. Oh Mann, wir warten das. Das ist nicht normal, weil Mobs greifen ja keine Kühe an, normalerweise. Und hier war ein Block weg, hat jemand freigebaut und keine Ahnung. Hat sie nicht vermehrt, hat sich Fleisch geholt oder was weiß ich. Ja, ich habe zwischendurch immer noch einen Enderman geklatscht, deswegen habe ich einen Enderperl, aber... Dort ist sogar noch einer, aber nein, es ist wirklich keine Kuh mehr weit und breit. Och Leute, ich bin enttäuscht. Ich bin am Boden zerstört von meinen Mitspielern. Warum habt ihr dies getan? Wie konnte das passieren? Das waren die einzigen Kühe, die wir hatten. Oder hat noch sich jemand irgendwo welche... weggeführt und abgespeichert. Das wäre ganz cool zu wissen. Aber nein. Da könnt ihr gerne als Zuschauer mal gucken, falls ihr es wisst. Hat jemand irgendwo noch andererseits ansonsten Kühe? Weil das wäre gut zu wissen. Das ist recht wichtig. Ansonsten kein Leder und kein Milch mehr. Gut, Leder durch Angeln, aber... Ja, Bücherregale kommen jetzt auch so alleine ran. Für was brauchst du unsere Leder? Für Itemframes brauche ich Leder. Und ich kann keine Itemframes mehr machen für... Die Geschichten hier für die Deko unter Wasser und so Zeug. Das ist schlecht.
Sehr, sehr schlecht. Milch halt immer für so, ja, Milcheimer-Geschichten. Ich müsste theoretisch hingehen mit tonnenweise Milcheimern und erstmal alles wegzapfen. Naja, ich wollte die Enderperlen noch zurücktun, bevor ich losgehe. Und dann, jetzt habe ich aber alles. Jetzt kann ich losgehen. Und dann sehen wir uns gleich im Unterwassertempel oder so. Ich würde mal. Zu welchem fahre ich eigentlich? Dem da schräg hinten? Wahrscheinlich den da schräg hinten. Einmal ein Boot. Also ich schwimme erst noch ein Weilchen und dann steige ich auf Boot um. So, einmal die Qualle. Achtung. Wait for it. Bam. Wir sind nach hier vorne, dann um die Ecke. Jetzt kommt der zweite Booster. Bam. Zweiter Booster aktiviert. Und dann geht es hier einmal nach hinten in die Richtung. War das hier klar? Ah, nee, warte. Ich muss eins weiter vorbei. Egal. Gut, aber ich bin schon weit gekommen. Und, oh, ich hätte vielleicht noch schlafen sollen mal vorher, ich Genie. Weil ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht gepennt habe. Kann nur nach einem Weilchen sein. Also, ich glaube, der nächste Tempel müsste irgendwo so in der Richtung hier liegen. Vielleicht finde ich noch einen Drowned mit Dreizack. Naja, mal gucken. Ich hoffe mal, ich finde den auch ohne die Orientierung mit der World Border. Die, ich habe mich nämlich orientiert, als die noch in einem kleineren Rahmen war. Naja. Gut. Oh lol, da ist ein Drowned mit Dreizack. Der hat mich abgeschossen. Und mein Boot ist weggeploppt. Ich habe schon gedacht, das geht nie ab. Sehr gut. Drowned mit Dreizack. Du darfst jetzt gegen mein Looting ankämpfen. Und ich hoffe mal. Ich habe echt gedacht, hä, was schießt mich denn hier ab? Ich hoffe mal, da ist ein Dreizack drin wieder. Also Looting 3. Erholt. Getroffen. Und Dreizack. Nipp. Kein weiterer Dreizack. Schade. Aber hier genau an der Kante. Ich bin da vorbeigefahren und der hat mich übelst weggekloppt. Puh, okay. Ich habe einen Delfin-Boost gekriegt. Deswegen sah es gerade so aus, wäre ich geflogen. Ich habe einen Delfin-Schwimm-Boost gekriegt. Und sicher, dass hier kein Dreizack nach oben schwimmt? Ja. Okay. Leider kein Glück gehabt. Aber macht nichts. Trotzdem wollte ich das mit in die Aufnahme nehmen. So, sind wir schon angekommen beim Tempel oder zumindest kurz davor. Ich würde mir mal jetzt gleich unter Wassertrank reinpfeifen. Ich habe jeweils 6 Stück drin für 8 Minuten. Und Essen sowieso. Und ja, eigentlich alles, was ich brauche. Der Dreizack, der wird mir den Weg dort durchregeln. Ich habe ein paar Blöcke dabei. Und so weiter und so fort. Und dann, ja, ich würde sagen, ich gehe hier schon raus und breche irgendwo. Ja, ich schwimme vorne durch den Eingang rein, so wie es soll. Ich baue mich nicht rein. So, Trank rein. Was habe ich drin? Und jetzt geht es raus. Jetzt hoffen wir mal, dass wir schnell reinkommen, ohne Wenn und Aber. Ich hätte so einen Boost gebraucht zum Reinschwimmen. So, und dann sind wir auch schon im Tempelchen drin. Oh, hier hinten geht es direkt schon wieder raus. Naja. Jetzt heißt Elder Guardians finden. In der Hoffnung, hier war noch keiner, aber ich vermute mal, dass hier noch niemand war. Und der Dreizack, der regelt halt des Todes. Der darf ihn nur nicht wegbacken, weil das wäre ein bisschen schade. Ja, ich kann die ja wegklatschen. Okay. Jo, dann gucken wir uns mal um. Ich versuche so ein bisschen Orientierung hier zu schaffen. Jetzt kommt da schon der erste Effekt hier rein. Ja, das macht hier Sinn. Hallöchen. Ich kann die hier nicht komplett killen. Die spawnen ja auch mal wieder neu. Das ist ja die andere. Okay, da haben wir schon den ersten. Ich habe ihn auch erwischt. Erster Elder Guardian am Start. Schade, nicht getroffen. Den habe ich getroffen. Nochmal getroffen. Noch ein Elder Guardian getroffen. Ja, und ich sollte halt immer dieses andere Essen hier nehmen. Weg mit dir. Oh, das ist so OP. Vorher war das nie möglich oder kaum möglich, alleine hier durchzubetteln. Da ist er wieder. Muss halt gucken, dass ich in Bewegung bleibe. Okay, und wir haben ihn geklatscht. Nummer 1 ist weg. Ja, okay, gut. So, jetzt kommt Nummer 2 eventuell zum Einsatz. Ich muss halt irgendwie noch die Orientierung trotzdem behalten, wo ich hier gerade rum. Eier. Na, ich will mir so ein bisschen hier entlang vielleicht. Ach komm, ich mach die auch weg. Ich würde die gern mit wegkloppen, weil. Unter Umständen ist es anstrengend. Sämtliche Prismarinsachen einsammeln und vor allem EP einsammeln. Damit ich mich wieder voll heile, natürlich, selbstverständlich. Okay. So, erster ist weg. Haben wir den zweiten vielleicht hier irgendwo? Nein, den sehen wir hier gerade nicht. Aber hey, der Tempel ist ein bisschen skurril geformt, muss ich sagen. Der ist so halb offen und kaputt. Okay, ein Schwarmraum schon mal.
Da ist er weg. Ja, Impaling halt einfach. Ich glaube, ich könnte ihn sogar noch stärker machen, den 13, weil Impaling 5 oder... Ja, der hat nur Impaling 4. Da haben wir doch schon wieder einen. Ne, okay, hier war ich. Also, okay, die Strecke habe ich schon mal fertig erkundet. Muss ich mir merken, er kann jederzeit wieder neu spawnen, aber auch... Das ist tatsächlich etwas seltsam hier vorne, das Gerät, der Tempel, als ob der nicht richtig generiert wurde. Ich kann hier seitlich teilweise rausgehen und gucken. Ja, das ist nicht ganz richtig, glaube ich. Jedenfalls in dem einen Teil war ich jetzt gerade drin, dem linken Teil. Ich gehe davon aus, dass noch einer am rechten Teil ist. Oh, der hat richtig abgezogen gekriegt. Natürlich ich halt auch durch den Schaden. So. Gut, so viel dazu. Ich glaube, die Ecke habe ich schon mal weitestgehend erkundet. Dann als nächstes. Irgendwie hier lang, hier durch. So, ein bisschen essen. Ne, warte, bin ich auch schon wieder an derselben Stelle wie jetzt. Als ob hier alles miteinander verknüpft ist. Dieselbe Stelle, selbe Ecke. Ja, dann... Normalerweise... Gibt es ja auch sowas hier hinten? Naja. Ich gehe mal auf die linke Seite und aha, Elder Guardian hinter der Wand. Gut zu wissen. Dann einmal nach oben geht's. Nach hinten. Okay, okay, hier war ich. Der zweite ist die Frage. Hier bin ich aber auch schon wieder irgendwo nicht da, wo ich sollte. Ah, oh, ist noch einer. Oh, ich habe den dritten gleich schon mitgefunden, oder wie? Da sind zwei drin? Hä? Unten war doch auch noch einer. Ich glaube, hier sind zwei Tempel ineinander generiert. Das heißt, die normalen Regeln gelten nicht. Hier sind viel mehr Elder Guardians. Ganz ehrlich, ich habe drei Elder Guardians jetzt geklatscht. Und jetzt möchte ich auch, dass mein Mining Fatigue weggeht. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist ein Doppeltempel, der ineinander generiert ist. Und deswegen sieht das auch so seltsam aus. Ich habe mich schon gewundert. Aber wie können denn zwei von diesen Unterwassermonumenten gleichzeitig ineinander generieren? Oh Gott. Naja. Ich werde mich noch mal ein bisschen weiter umgucken. Ich glaube, ich muss noch mehr klatschen. Warte, warte, warte. Die Orientierung ist hier ein bisschen schwerer tatsächlich, weil eben die Geschichte anders aufgebaut ist. Ich probiere es nochmal hier entlang. Aha. Und hier sehe ich doch wieder ein großes Flüsselchen. Und ich probiere mal so ein bisschen... Nee. Dann eben hier nach unten. Aha. Und da habe ich noch einen, tatsächlich. Das ist doch schon wieder der nächste. Andere Preisfrage ist halt, ob das jetzt ist schon war, ne? Oder ob nicht noch mehr hier drin sind. Ich denke mal, das werde ich mit dem Wassereimer testen, weil wenn ich dann den Effekt wieder kriege. So. Boah, der Dreizack ist so stark. Der ist einfach so stark. So, jetzt kann ich einmal runtertauchen. Theoretisch ein Schwämmchen einsammeln, wenn er auch was gedroppt hat oder so. Und die Ecke schwimmen und so. Und das Tauchen und Schwimmen ist einfach so einfach. Apropos Effekte. Ich sollte mal hier ein bisschen Auge behalten. Water Breathing 1,50. Ja, komm, kloppen wir auch noch mit weg. Ja, theoretisch sieht das ja schon mal ganz gut jetzt aus. Und jetzt müssen wir nochmal nach hier hinten eventuell gucken. Da habe ich so ein Déjà-vu, als ob ich hier schon war. Aber es ist einfach nur derselbe Aufbau nochmal. Ja, hier ist normalerweise immer noch. Hör ich gerade, habe ich gerade Phantome gehört? Hab gerade gedacht, ja, das Geräusch im Ohr gehabt. Okay, wir testen das Ganze mal mit, zunächst mal mit Fischgrillen. Ah ne, okay, ist keiner. Mit einem Eimer Milch. Ich habe jetzt vier Guardians geklatscht. So, und jetzt würde ich gerne mal wissen, ob das hier klappt oder nicht. Und ich sammle auch sämtliche Laternen mal ein, weil die hätte ich ebenfalls und sämtliche Schwämme. Wie gleich kommt wieder so ein Sound. Das wäre hochgradig doof. Ja, ich nehme mir die Lampen mit. Her damit. Her damit. Kann man halt schöne Sachen bauen. Unter was auch bei mir. Ich möchte ja auch so eine Tempelanlage so ein bisschen aufbauen noch. Bei mir in der Umgebung. Und irgendwie vielleicht noch weitere Deko-Elemente und so mit reinbringen. Auch so Torbögen oder sowas. Die unter was einfach dastehen. Da brauche ich halt sämtlich Prismarinzeug. Naja, ich warte immer noch auf den Effekt. Ich glaube irgendwie noch nicht ganz, dass ich alles erwischt habe. Einfach nur, weil das zu einfach wäre. Ja. Oh, es wird abgebaut. Komm her. Oh, ich glaube auch mein... Ja, Unterwasserbank. Achtung.
Potion of Water Breathing. Ich hätte noch Night Vision irgendwie mitnehmen sollen oder so. Vielleicht wäre nicht verkehrt gewesen. Aber ich denke mal, durch die Lämpchen gibt es auch so erstmal genug Licht. Ich kann einfach in alles reinschwimmen. Tja. Und ich sehe auch gerade gar nicht mal so viele Guardians. Sollte ich nicht zu laut sagen, weil am Ende gibt es nämlich gleich wieder welche Wetten. Alles einsammeln. Ohne Witz, ich habe in der einen Folge mal eben schnell so einen Tempel gemacht. Kein Problem. 4 Elder Guardians geklatscht. Dreizack sei Dank. Also ohne Dreizack habe ich das nicht geschafft. Das ist die allerbeste Waffe für hier unten. Und da gibt es nichts, was das noch toppt. Da hilft kein Dia-Schwert mit. Sharpness irgendwas, du wirst mich weggelasert, bevor du an die rankommst. Und du bist einfach auch schneller unterwegs, weil du schwimmen kannst. Und mit Depth Strider bin ich auch nochmal schneller. Das ist die andere Geschichte. Und hier hängen so viele Laternen drin. Überall leuchtet alles. Da sage ich nicht nein. Und ich werde natürlich auch mal in diesen Schatzräume gucken, ob ich da diese Goldblöcke nochmal einsammeln kann. Auch wenn das nicht so... Haben wir es? Ist da nicht noch ein Diablock in der Mitte immer mit drin? Muss ich mal gucken. Einen von diesen Schatzräumen gucken wir gleich mal rein. Werde ich früher oder später finden auf meiner Suche nach Laternen. Also. Ja, dann... da sehe ich... nee. Hier ist ein Bereich, wo ich vorher, glaube ich, noch nicht war. Komm schon, schwimmen, 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 schwimmen. Da. Nee, doch, hier war ich auch schon. Hier ist der Schwammraum. Muss ich mitnehmen. Aber hier sind noch recht viele Guardians übrig, die noch nicht geklatscht worden sind, oder? Andere Frage. Da müsste auch ein doppelter Schatzraum da sein, oder? Also hätte ich jetzt gedacht. Boah, es sind so viele Laternen. Innen und außen. Her damit. Da sage ich nichts. Ich habe jetzt fast einen Stack Laternen schon. Ja, normalerweise kriegst du es halt nur, wenn du eine Guardian Farm hast. Das heißt, öfters welche klatscht und dann die Crystals umcraftest und sowas. Aber werden wir auch in diesem Projekt wahrscheinlich keine Zeit zu haben, weil es ja wie gesagt eher nur verkürzt läuft. Laut Plan. Habe ich schon mal erzählt, auch im Stream war das, glaube ich, vorgestern. Und zwar, wir haben hier einen Zeitplan bei dem Projekt und das sollte eigentlich so 6 Wochen oder so gehen, 6 bis 8 Wochen oder sowas. Und danach sollte das Projekt auch kollektiv wieder beendet werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Nö, hier ist nichts drin. Das ist keiner von diesen typischen Schatzräumen. Die waren noch mit Dark Prismarine, soweit ich weiß, komplett. Und das ist ja schon auch bald, hätte ich jetzt gedacht. Und das ist kein Schatzraum hier. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit für Großprojekte. Die andere Sache, Craftic läuft halt immer so lange, bis keiner mehr Lust hat. Wieso bei Aqua die Stimmung ist, weiß ich nicht, aber ich mache irgendwie noch täglich eine Folge, also ihr kommt echt gut an. Okay, hier geht's in der Schlucht nach unten. Aqua, muss ich sagen, kommt bei mir sehr gut an. Also, ihr mögt das wohl sehr, sehr, sehr gerne. Finde ich gut. Ich bin auch immer noch gehypt wegen dem Aquatic-Update. Also, das war echt mit einer der besten Sachen, die die hätten einführen können. So, hier um die Ecke. Da ist noch Lämpchen drin. Ey, hier sind nur Lampenräume. Aber kein Schatzraum. Oder aber, der Tempel ist so gesetzt worden, dass es schon Schatzräume gibt, die aber so verwinkelt sind, dass ich nicht sie direkt sehe oder so direkt easy dahin komme. Dass die hinter Wänden versteckt sind. Das ist ja die andere Möglichkeit noch. Da muss ich auch nochmal gucken gleich. Aber das Ding besteht aus lauter Lampen. Eiskalter Doppeltempel. Und auch hier nur Lämpchen. Klasse. Egal. Ich glaube, ich habe jetzt den Tempel großteils schon durchstreift und habe eigentlich alles, was ich so brauche, mitgenommen. Ne? Gibt nichts mehr. Ich bin schon ganz gut dabei. Und das ist so verwirrend hier, ganz ehrlich. Hier oben waren 2 Elder Guardians drin eben. Ja, keine Ahnung, was das ist. So ein halb komisch krüppeliger Tempel. Meinetwegen. Ich bin überlegen, trotzdem noch irgendwie anderweitig vielleicht Prismarin abzubauen. Jetzt nicht die Lampen nur, sondern auch das normale Prismarin und Dark Prismarin. Dem anderen Tempel war es ein bisschen komisch, da haben wir schon voll viel weggehäckselt irgendwie. Und immer wenn ich was abgebaut habe, ist... Na ja, verdammt, Alex, so dunkel jetzt hier unten. Oh, Aquafinity und alles. Oh, tut das gut hier gerade. Ja, komm, her mit dem Prismarin. Bei dem anderen Tempel, der schon so zerstört, habe ich schon so viel weggepflückt einfach.
dass ich jedes Mal, wenn ich was abbaue, überströme das Wasser schon rein. Es tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen dunkel ist. Ich habe die Laternen vorher abgebaut. Ich würde ein bisschen von den Blöcken noch mitfarmen und dann gucken wir mal. Aber ansonsten, erfolgreiche Tour, oder? So, und da bin ich auch schon wieder zurück und ich würde sagen, so, naja, anderthalb Stacks Seelaternen war eine ganz gute Ausbeute, hätte ich gedacht. Mal gucken. Muss ich noch zusehen, dass ich auch wirklich irgendwas mitmache und die auch verwende. ja, sehen wir dann. Vielleicht, ja, ich bin überlegen, irgendwie noch ein paar Blöcke rauszusortieren, mal. Ich tue mal die Quarzblöcke alle hier raus und zwar zu dem Quarz halt rein, sodass ich hier, also hier dementsprechend die Quarzblöcke hin. Ja, so komme ich besser ran. Gut, Schwimmer raus und Fläschchen kann ich wieder zum neuen Brauen benutzen, dies und das und wie auch immer. Ich guck mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre es gewesen für eine heutigen kleinen Tempel-Run-Folge, die ziemlich fix geht. Das ist ein Ein-Mann-Job ab sofort. Gute Rüstung, wenn du noch Aquafindi drauf hast, kannst du Sachen noch schnell abbauen, alles dann im Nachhinein. Wasseimer und der Dreizack macht die Geschichte von komplett allein. OP das Gerät. Bis nächstes Kachen und tschüss.